Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch etwas erzählen, wie die Kirche manipuliert durch Ausgrenzung und Angst. Die Kirche bekommt das, was sie will, indem sie den Leuten Angst macht, dass sie alleine sind und ausgegrenzt werden, wenn sie sich nicht so verhalten, wie die Kirche es wünscht. Das sieht man ganz klar an den Sakramenten der Taufe, aber auch der Firmung oder der Konfirmation. Das spielt ja keine Rolle, ob man katholisch ist oder evangelisch, reformiert. Menschen kommen zu mir und fragen mich, wie sie sich verhalten sollen mit ihren Kindern, Enkelkindern oder Taufpaten. Und das ist immer schwierig, weil zum einen möchten die Eltern ihr Kind beschützen. Die Eltern vor allen Dingen, wenn sie wissen, was da eigentlich abgeht. Aber das Kind möchte vielleicht die Firmung empfangen, weil es sonst ausgegrenzt wird von den anderen Kollegen und Kindern. Also wie kann man sich da verhalten? Ich habe auch schon gehört und ich kenne jemanden, ein Kind, das sehr feinfühlig ist und die Firmung nicht erhalten möchte eigentlich, weil sie fühlt, dass da eine Manipulation stattfindet. Andere Kinder, wenn sie in den Religionsunterricht gehen, fühlen sie sich nicht mehr wohl. Oder wenn sie in die Kirche gehen, fühlen sie sich nicht mehr wohl, es wird ihnen schlecht oder müssen sogar erbrechen. Was ist das? Also die Kinder können auf der einen Seite ganz stark spüren, dass da was nicht stimmt, dass etwas nicht richtig ist. Aber auf der anderen Seite die große Angst der Ausgrenzung. Dann habe ich meinen Freundeskreis nicht mehr. Alle meine, also die anderen Kinder werden gefirmt und ich nicht. Was denken die anderen darüber? Oder wie sollen sie sich verhalten, die Eltern? Es ist immer so eine schwierige Situation. Auf der einen Seite sage ich, habt den Mut, Zeichen zu setzen. Auf der anderen Seite respektiere die Entscheidung des Kindes, vor allem in der Firmung. Bei der Taufe kann ich das Kind nicht selber entscheiden, ob es getauft werden möchte oder nicht. Da übergeben die Eltern das Kind der Kirche. Die Eltern überschreiben das Kind, seinen Körper, seine Seele der Kirche. Das ist es eigentlich, was die Taufe macht. Das ist ein magischer Akt der Übergabe. Der zweite Akt dieses Schauspiels oder dieses Spiels, ja, ist die Firmung, in dem die Kirche verlangt, dass das Kind sich freiwillig entscheidet, ob es dazugehören möchte oder nicht, ob es diese Konfirmation oder eben Firmung bekommen möchte oder nicht. Aber ich frage mich, wie frei ist man da? Es wird auf der einen Seite versprochen, die Firmung bekräftigt die Taufe. Durch die Firmung wird man noch mehr Mitglied der Kirche. Durch die Firmung bekommt man ganz spezielle Gnaden und Geschenke des Heiligen Geistes. Bei der Firmung gibt es ein Riesenfest, eine Zelebration mit der ganzen Familie, mit der ganzen Verwandtschaft. Es werden Geschenke gemacht dem Kind oder zumindest versprochen. Da kann das Kind doch gar nicht Nein sagen. Es wird so eingehüllt in alle diese Versprechen, in all diese Äußerlichkeiten, dass das Kind in sich gar nicht Nein sagen kann. Und das ist Manipulation. Aber falls du in einer solchen Situation steckst, möchte ich dich wirklich aufmuntern, du als Elternteil Zeichen zu setzen. Und nicht darauf zu achten, ja, was denken die anderen, was sagen die anderen Eltern, der Pfarrer ist doch eigentlich ein toller Pfarrer, ich kann ihm doch das nicht antun, habe ich alles schon gehört. Aber wenn du trotzdem zustimmst zu der Firmung, ist ein Verrat an deinem eigenen Herzen. Weil du weißt, dass etwas nicht gut ist und du machst es trotzdem aus Angst, ausgegrenzt zu werden. Oder du stimmst der Firmung zu, dem Frieden zuliebe, damit die anderen nicht schwatzen oder darüber sprechen oder dich ausgrenzen.
dem Frieden zuliebe. Du möchtest den Frieden mit deiner Familie vielleicht auch, mit dem Pfarrer, mit dem ganzen Dorf bewahren. Und du gehst den Weg des geringsten Widerstandes. Aber du gehst den Verrat an deinem Herzen. Ist es dir das wert? Und wenn ein Kind eigentlich gar nicht möchte, dann wird es so wie quasi vergewaltigt. Nur damit die anderen keinen Anlass haben zu reden. Ich verstehe dich gut, es ist kein einfacher Schritt, ich weiß, aber ich bitte dich, setze ein Zeichen dem Kinde zuliebe. Aber dennoch respektiere die Entscheidung des Kindes. Wenn es möchte gefirmt werden, dann lass es zu. Weil auch das wäre eine Vergewaltigung des Kindes, wenn du ihm deinen Willen aufzwingst. Weil dann durch dich, weil du der Firmung nicht eingewilligt hast, wird das Kind ausgegrenzt und kann vielleicht diese Situation noch nicht handeln. Also respektiere die Entscheidung deines Kindes. Sag ihm ganz klar, was da vor sich geht, aber dann nimm dich zurück, es muss für das Kind stimmen. Und wenn es diese Firmung doch erhalten möchte, so darf es diese Erfahrung machen. Auch du hast die Firmung wahrscheinlich erhalten und bist jetzt hier auf diesem Weg der Befreiung, der Loslösung. Auch ich war Priester, ich habe alles mitgemacht, ich habe selber getauft, selber gefirmt. Aber nun bin ich mich auch am Loslösen. Ich habe sehr große Schritte gemacht und werde weiterhin Schritte der Loslösung und Befreiung für mich selber auch tun. Also in einem größeren Zusammenhang gesehen macht alles Sinn. Ich verstehe dich, wenn du Angst hast, wenn du jetzt weißt durch diese Videos oder durch das Buch oder du hörst von dem, wie die Kirche durch Taufe und Firmung und andere Sakramente manipuliert, verstehe ich dich, dass du in die Angst kommst und dein Kind beschützen möchtest. Das verstehe ich sehr gut. Aber wie gesagt, respektiere die Entscheidung des Kindes. Wenn das Kind nicht gefirmt werden möchte, dann rate ich dir, setze dieses Zeichen und du wirst und das Kind werdet die Kraft haben, diese Ausgrenzung zu überstehen. Und vielfach hat man viel mehr Angst, wie es sein könnte, als es dann wirklich tatsächlich eintrifft. Ich weiß nicht, vielleicht hast du Erfahrung gemacht, auch mit Impfung. Auch dort manipuliert zwar nicht die Kirche, aber auch dort die Pharmaindustrie, die Ärzte, die ganze Gesellschaft manipulieren dich aus Angst, eben das Kind zu impfen. Aber auch da setze bitte Zeichen, wenn du glaubst, die Impfung ist nicht nötig, habe diesen Mut. Die Kirche manipuliert eben durch diese Angst. Die Angst vor der Ausgrenzung ist sehr mächtig, denn sie gründet auf der Angst, alleine zu sein. Aber wenn du dieses Wort mal anschaust, alleine, da kannst du es trennen in zwei Silben, in zwei Teile, all, ein. Du bist nie alleine. Du bist all eins. Du bist eins mit allem, was gibt. Du kannst gar nicht alleine sein. Du bist ewiges, göttliches, unendliches Bewusstsein. Also du bist nie alleine. Du bist immer eins mit dem All, mit Gott, mit dem Leben, mit dir, mit der Menschheit. Alles bildet eine Einheit. Du bist geborgen im Leben. Habe keine Angst. Das Leben trägt dich. Und so möchte ich dir Mut machen, deine Entscheidungen in Friede und Liebe zu treffen. Mut haben, Zeichen zu setzen und denke daran, du bist nie allein. Und so wünsche ich dir alles Gute auf deinem Weg.